Hallo ihr Lieben, ich bin's Xali und wir sind bei Life is Feudal Forest Village, nächster Folge, keine Ahnung, wie viel das ist, ich glaube die sechste oder so, kann das sein. Und ja, wir sind hier immer noch so ein bisschen am struggeln, weil wir gerade ein Haus abgerissen haben, das hier stand, damit wir da ein größeres hinbauen können. Aber es waren ein paar von den Bürgern obdachlos und es war natürlich noch Winter. Das war ein bisschen schlecht getimt meinerseits. Und dann habe ich gerade gesehen, dass halt mein Bauprojekt hier mit der Schule irgendwie schon super viele Ressourcen bindet, die ich jetzt eigentlich eher aber brauche, um das weitere Haus zu bauen. Und ich glaube, wir machen das jetzt so, dass ich hier die Schule, also den Bauplatz von der Schule nochmal abreiße. Das seht ihr hier schon, das habe ich schon angestrengt quasi bei meinen Bauarbeitern. Und dann das Haus hier hinbaue und dann die Schule wieder hinbaue und so weiter und so fort. Momentan kommt auch irgendwie überhaupt kein Holz rein. Immerhin werden wir jetzt dann wahrscheinlich bald ein bisschen Holz, sage ich schon, Gras hier haben. Von unseren lieben, Gärtnern hier. Beziehungsweise Farmern. Die bauen Gras oder Heu an als Ressource. Und wir werden, glaube ich, echt Trouble haben mit den Ressourcen im nächsten Winter. Das fürchte ich. Ich werde jetzt vielleicht einfach mal hier noch einen Sammler zumindest abbestellen. Aber den Obstgarten können wir gerade nicht wirklich machen. Aber vielleicht kann das der Sammler ausgleichen. Vielleicht noch einen zweiten. Dann dauert das mit der Bauerei zwar viel, viel länger, aber es bleibt uns momentan nicht wirklich was anderes übrig. Was macht denn der liebe Lionel hier? Der Lionel, der ist ja unser Bauhoshi. Wo rennt der denn gerade hin? Autosave. Ich bin ja auch auf fünffacher Geschwindigkeit. Die flitzen also wirklich ganz schön da so vor sich hin. Ach, der ist hier immer noch am Haus bauen. Ah, das wird natürlich auch noch viel, viel ausgleichen. Und auch da fehlt uns momentan noch der Stein, beziehungsweise fehlen uns da auch, fehlt uns auch das Heu. Aber das Heu werden wir dann gleich haben. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass es jetzt gleich schon abgebaut wird. Wie schnell ist das denn? 126 von 192. Also sollte bald schon da sein. Ach, das hatte ich ja ganz vergessen, dass ich das Haus da noch hingebaut hat. Und hier das Lager hatte ich ja auch noch. Da liegen ja auch noch Rohstoffe rum. Kein Wunder, dass das alles irgendwie 100 Jahre dauert. Da habe ich wirklich einfach wieder zu viel auf einmal gemacht. Das ist nämlich echt super gefährlich. Super gefährlich, dass man sich da einfach mit der Zeit kalkuliert, beziehungsweise mit den Ressourcen verkalkuliert. Und das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Im nächsten Winter werden unsere Leute immer noch keine Klamotten haben. Weil man kann einfach in einem Jahr nur so viel machen. Jetzt muss ich mich hier gerade mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Man kann nicht so viel machen. Oh, das mit der Schule ist einfach so, so wichtig. Und dann auf jeden Fall der Carpenter. Den hatte ich ja auch, glaube ich, schon irgendwo hingesetzt, oder? Hier hinten, oder... War das nur so gedacht? Ja genau, hier muss auf jeden Fall noch begradigt werden. Oh nein! Mein Haus brennt! Aber Gott sei Dank haben wir hier noch einen zweiten Brunnen hingetan. Das heißt, das sollte sehr, sehr schnell gelöscht sein. Building ist on fire zweimal. Oh je. Nicht gut. Wo sind denn hier eigentlich unsere lieben Förster und Försterinos. Försterinnen und Försterinos. So, komm. Du schaffst das. Miller. Hunter, du bist dann bald nicht mehr obdachlos. Bald werdet ihr hier dann auf jeden Fall jede Menge Platz zum Wohnen haben. Nur um unser Essen mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt. So, das müsste doch dann jetzt eigentlich auch schon soweit sein. Feuerholz haben wir jetzt dann für den Winter noch nicht ganz genug, aber es sollte sich ausgehen, dass wir genug haben, bis der Winter kommt.
Auf jeden Fall. Und über diesen Winter kommen sie dann, glaube ich, auch nochmal mit Fisch. Ein bisschen Früchte haben wir jetzt ja auch schon wieder. Ah, sehr gut. The teenager is ready to work. I like it. Ah, sehr gut. Und hier wird schon abgebaut. Wunderbar. Wunderbar. Wie sieht es hier aus bei dem Fischer? Da fehlen 40 Holz. Ja. Müssen wir mal gucken, in welcher Reihenfolge die das bauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Ich versuche dann ja immer eben die Gebäude als Platzhalter hinzutun und so weiter. Aber das dauert einfach so wahnsinnig lange. Und dann vergesse ich immer schon wieder, was ich eigentlich machen wollte. Ich werde jetzt hier mal die Priorität höher setzen, dass die Schule zuerst abgebaut wird. Weil dann sollten wir ja das ganze Holz hier wieder rauskriegen. Oder bleibt das da? Kann ich das Holz das auch wieder rückgängig machen? Eigentlich? Die Building Reconstruction, Deconstruction? Nee, kann man nicht. Das ist irgendwie auch schade, dass man das nicht abbrechen kann. Das sollte man irgendwie abbrechen können, falls da noch nichts getan wurde. Aber ich glaube, da wurde schon was getan. Hier müssen eigentlich nur noch das Holz abtransportiert werden. So. Wie sieht es hier aus? Da liegt auch schon jede Menge. Ach, hier ist es. Und Steine kommen hier überhaupt nicht vor, ne? Vielleicht habe ich da wieder irgendwie einen Schnurz gebaut mit dem Ressourcenabbauen. Da werde ich auf jeden Fall hier mal 27 Ressourcen cancelled. Okay, 25 Ressourcen cancelled. War ich da hinten vielleicht auch noch? Nee, oder? Hier habe ich keine gehabt. Nee. Weil wir brauchen auf jeden Fall Steine. Das ist ganz klar. So richtig viele sind hier nicht mehr zu holen. Da habe ich schon alles abgebaut. Hier könntet ihr eigentlich noch ein bisschen abbauen gehen. Steine, ganz wichtig. Ah, und schaut, Gras habe ich dann jetzt auch. Da werde ich vielleicht hier einfach nur so ein kleines Gebiet machen. Weil so viel brauchen wir eigentlich nicht. Und schaut mal hier. Sehr gut. Das gefällt mir noch nicht so gut. Hier muss, glaube ich, noch ein bisschen planiert werden. Planiererino. Und zwar hätte ich das gerne folgendermaßen. So. Ja. 7 Bäume abzuholzen. Ansonsten geht's eigentlich. So, ist das jetzt hier schon abgebaut? Noch nicht ganz, aber es tut sich. Es tut sich was. Auf jeden Fall. Und hier, das Terraforming, kann da eigentlich auch nochmal die Priorität nach oben? Oder? Dass das alles ein bisschen schneller geht. Komm, wir machen hier noch ein Bilder. Und dann Chaka. Weil es ist das späte... Ja, oder soll das jetzt ein Bilder sein? Vielleicht kann das noch ein Sammler sein. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt, dass der da noch ein bisschen Gemüse sammelt. Jetzt haben wir nämlich schon wieder über 1000 Gemüse. Aber wir haben auch 2 Bewohner neu. Und deshalb müssen wir da einfach wirklich aufpassen. Das ist so gefährlich. Und hier fehlt jetzt immer noch ein Stück, ne? Da und da. Das ist ja echt mühsam. Das ist doch echt mühsamst. Kannst du das bitte gerade machen? So. Mann. Es kann doch nicht sein, dass hier immer dann so eine Lücke ist. So. Und das ganze Holz haben wir dann gleich hier abgebaut. Wunderbar. Feuerholz haben wir noch nicht ganz genug für den Winter. Aber 175 Gras. Das ist natürlich echt super. Das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass das klappt. Außerdem
Sollten wir dann jetzt hier gleich eigentlich auch genug Holz und Steine vielleicht wieder haben für den Fischer? Und dann können wir einfach aufpassen, dass unsere Fischvorräte nie so richtig absinken. So, ist es schon zu kalt für den Sammler? Nee, oder? Das geht noch. Das geht noch. Ah, aber hier ist ja jetzt schon fertig. Das heißt, den Kollegen können wir wieder einsetzen, noch als Baumeister. Ja, finde ich eigentlich. Hier müsste ja eigentlich auch noch terraformt werden, genau. Das ist einfach echt so wahnsinnig viel Arbeit. Dieses ganze Rumgetrage. Und hier, ah, da fehlen auch noch die Steine. Und davon haben wir halt wirklich überhaupt keine momentan. Das ist natürlich nicht gut. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt einer am Ressourcensammeln ist. Was machst du denn hier? Du bist da noch am Storage tragen. Carrying food to the house. Okay, gut. Das ist dein gutes Recht. Hier ist fertig. Und da fehlt aber noch diese ein, zwei Löcher. Building destroyed. Sehr gut. Das Holz ist jetzt alles im Lager. Wunderbar. Dann sollte es jetzt eigentlich auch hier vorangehen. Ja, eating. Carrying resources. Wo gehst denn du hin? Mach mal ein bisschen langsamer, damit ich das ein bisschen besser verfolgen kann hier. Ich meine, diese Funktion, da in die Ego-Perspektive zu gehen, ist ja irgendwie ganz nice, aber ich weiß nicht. Was machst du denn jetzt? Bist du jetzt weg? Oh nein, jetzt liegt das Holz hier einfach so. Das war nicht so gedacht. Hm. Und das Kind steht hier nur so rum, weil es noch nicht in die Schule gehen kann. I don't like it. So, und alles Essen ist hier noch in dieser Scheune, ne? Die ist wirklich da total am Arsch der Welt und eigentlich sollten die Leute das lieber in die andere Scheune packen. Wie ist denn eigentlich, ist jetzt das Haus hier schon fertig? Nee, auch noch nicht. Ich nehme mal an, dass es daran liegt, dass ich die Priorität von den anderen Sachen nach oben gedreht habe. Momentan scheint aber niemand obdachlos zu sein. So. Gut, hier ist noch das Terraform. Wo seid ihr denn alle? Ah ne, jetzt bauen sie dann eh hier. Jetzt bauen sie dann eh hier. Wunderbar, 60 und jetzt nur noch Heu und ein bisschen Steine müssen da auch noch hin. Und dann sollte das eigentlich passen. Und dann haben wir, glaube ich, für den Winter dann erstmal genug Häuser. Ha, noch eine weitere Arbeitskraft. Wunderbar. Kommt jetzt dann der Winter? Kommt der schon? Wir können ja dann einfach hier noch ein bisschen jagen gehen. Oder du kannst noch bauen. Vielleicht machen wir einfach, dass du noch Bauer bist. Oder Fischer. Na, wir sollten aber ganz gut über den Winter kommen. Das sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt gehe ich aber, glaube ich, noch mal wieder ein bisschen schneller. Wunderbar. Hier sind wir noch nicht fertig. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal, bis das Haus hier hinten fertig ist. Wo sind denn eigentlich immer die Steine? Sind die echt nicht am Steine abbauen, ne? Tschim, 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 tschim. Das ist ja irgendwie ein bisschen tragisch. Wirklich nur 12 Steine? Wo seid ihr? Oh, so viel Terraformen. Terraformen galore. Mach doch einfach hier dieses Loch daraus, das meine ich. Und warum kümmert sich der Jäger nicht hier um das olle Wildschwein? Das ist sowieso das Hauptproblem. So, ich habe hier einfach, glaube ich, wirklich zu große Flächen. Aber hier wird es jetzt gräder, ne? Ja. Yes.
Das sieht gut aus. I like it. I like it. Ich glaube, so muss es sein. Wunderbar. Ich glaube, wir machen hier noch einen Fischer mehr, damit auf jeden Fall genug Fisch da ist. So, okay. Jetzt haben wir hier alles weggeräumt. Ich denke, wir sollten jetzt eigentlich hier auch endlich den Platz haben. Ja! Ja, yep, 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 yep. Das funktioniert. Das kommt aber auch erstmal auf Pause, weil das einfach auch so wahnsinnig viele Ressourcen braucht. Und jetzt können wir nämlich dann die Schule hier wieder hinstellen. Auch wenn es dann bis jetzt erstmal nur noch quasi als Platzhalter ist. So. Wollen wir die Schule direkt neben die Taverne stellen? Oder, ja, da geht's nicht daneben. Oder noch ein bisschen Platz lassen. Ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, wenn die hier steht. Auch nochmal auf Pause. Ein bisschen Platz dazwischen muss ja sein. Und dann können wir nämlich dann wahrscheinlich bald hier diese Hütten abreißen. Aber mit dem Abreißen mache ich jetzt dann wirklich einfach nicht mehr zu schnell. So. Und was macht ihr jetzt? Seid ihr hier am Abbauen? Food-Reserven sind low. Wo bitte? Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch Gemüse. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Hier drin vielleicht? Nö, da ist auch jede Menge Fisch. Brauche ich da einfach vielleicht genug Leute, die irgendwie was so tragen helfen? Ich bin nicht sicher. Aber mich nervt das immer. Mich nervt das wirklich immer, wenn das irgendwie dann nicht funktioniert. So. Steine, Steine, Steine sind echt das Problem, ne? Ich habe hier, glaube ich, dann auch wieder zu viel Heu zum Abbauen gesagt. Ah, jetzt seid ihr beim Steineklopfen, oder? Yes, jetzt seid ihr beim Steineklopfen. Wunderbar. So muss das sein. All the Steine. Weil hier fehlen die natürlich auch noch. Wir haben jetzt gerade als aktuelle Projekte hier das kleine Haus für unseren Jäger. Das wird es im Winter dann auf jeden Fall einfacher machen, dass die nicht so weit laufen müssen. Und eher an ihr essen können, sich eher aufwärmen können und so weiter. Das ist extrem wichtig. Super wichtig. Weil die sonst einfach auf dem Weg verhungern und auf dem Weg... Ach, ich kann heute überhaupt gar nicht sprechen. Was ist denn das? Auf dem Weg verhungern und erfrieren, weil die einfach zu weit laufen müssen. Das ist auch der Grund, warum wir das Lagerhaus jetzt hier hinbauen, weil es da hinten einfach wirklich viel zu weit weg ist. Dass die dann nicht so weit laufen müssen, um ihre Ressourcen irgendwo hinzupacken. So. Und hatte ich denn jetzt eigentlich schon den Carpenter irgendwo hingepackt oder nicht? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich will eigentlich, dass dann hier bei dem Lagerhaus der Carpenter ist und dann auch der Holzschlagplatz. Warte, ich muss mal ein bisschen weiter rauszoomen, dass ich weiß, dass ich hier genug Platz habe. Ich glaube, der Holzschlagplatz, der braucht ein bisschen weniger. Das heißt, ich kann hier... Reicht das, wenn ich da diese dünne Straße lasse? Schon, oder? Da ist schon wieder der Boden nicht glatt genug. So. Oder... So, jetzt muss ich ganz mal kurz hier die Sammler abbestellen. Und vielleicht noch einen Hacker mehr. Das könnte gut funktionieren. Ach ja, und Jäger. Jäger auf jeden Fall. So, jetzt Carpenter. Man sieht das durch die Bäume dann zum Teil auch wirklich ziemlich schlecht. Ja.
Oder bauen wir den hier auf die andere Seite? Hier auf die Ecke? Das könnte natürlich eigentlich auch eine gute Idee sein. So. Vielleicht sollte da dann auch noch ein Haus dahinter. Wir können ja einfach mal versuchen, hier schon so ein bisschen vorzuplanen. Nein! Nein! Geht das um einen nicht? Was kommt da hin? Die Taverne. Und um einen geht das dann nicht? Are you kidding me? Um einen geht das Haus dann nicht daneben? Ich meine, ich kann es natürlich auch so hinstellen. Neben die Taverne. Pause. Jetzt im Schnee sehe ich dann natürlich da die Grundrisse nicht. Aber da könnte dann der Carpenter dahinter eigentlich. Oh nö, ne? Und der passt jetzt hier genau auch um einen nicht. Okay. Nee. Dann weg mit dem Haus so. Gott sei Dank geht das relativ easy. Wenn da noch nichts liegt. Wenn da noch nichts an Ressourcen liegt. So, und wir müssen jetzt hier eigentlich weitermachen mit dem Boden anheben. Ich will dann nur nicht zu große Stellen machen. Weil das sonst dann wieder so 100 Jahre dauert. So. Geht das so? Sollte. Ah, so viel Boden, der hier begradigt wird. Meine Güte. Jetzt ist tiefer Winter. Es ist mir bis jetzt noch niemand gestorben hier. Huch, nein, das sollst du ja gar nicht. Huch. Es ist bis jetzt noch niemand gestorben. Was ist denn da mit dem Fischer? Small House, Construction complete. Sehr gut. Und Fisherman's Lodge auch complete. Sehr gut. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall erstmal unsere Essensreserven aufstocken. Das ist so wichtig, dass da die Fischer wirklich gleich ein zweiter ist. Dass da ein zweiter ist. Und hier können wir jetzt sehen, da sind jetzt der Hunter und der Forester. Die sind da alle eingezogen. Und die haben es jetzt nicht mehr so weit zu ihrem Essen. Das ist wunderbar. Hier kommt dann nachher auch noch die neue Sammlerhütte hin, würde ich sagen. Wobei wir die alte aber auch hier drin lassen erstmal. Die kann ja dann früher oder später doch weg. Sehr gut. Und unser Warehouse wird auch gerade gebaut. Und was war das andere? Ah ja, nee. Das muss jetzt dann erstmal noch. Ich würde sagen, als nächstes kann dann wirklich die Schule ran. Für die braucht man nämlich dann noch das Clay. Das muss dahin. Und Steine ohne Ende. Wir haben genug Stroh. Das heißt, Schule it is. Schule it is. Bilder haben wir jetzt 2 von 6. Das ist natürlich auch wieder nicht die Welt. Aber hey. Yes. Und das Warehouse ist complete. Das heißt, wieder kürzere Wege für die Kollegin aus dem Wald. Apropos Wald, ey. Ich glaube, wir müssen dann hier wirklich auch nochmal Holz abholzen. So. Man darf da wirklich nicht mehr zu viel in Auftrag geben. Food Reserves are low. Warum zur Hölle? Das stimmt ja gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Meinst du damit, dass ich kein Brot mehr habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Hier, hat er jetzt schon weitergemacht? Ein bisschen. Okay, ach, da muss Holz hin, damit der Boden angehoben wird. Oder muss das Holz weg? Ich glaube, das Holz muss weg. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss mit der Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne
einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten da lassen. Ihr könnt mir gerne auch in den Kommentaren sagen, ob ihr möchtet, dass ich hier wirklich am Stück aufnehme oder dass ich vielleicht immer ein bisschen ohne euch spiele und dann immer mal wieder reinschaue. Kann natürlich dann sein, dass mir in der Zwischenzeit meine gesamte Bevölkerung gestorben ist, aber wer weiß. Lasst mir einfach einen Kommentar da, wie ihr das findet, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!